die Monaden eben als Seelenbausteine des Universums, die tragen Gott in sich, die sind allwissend und haben eben dieses Sinnprinzip in sich. Leibniz bezeichnet sie auch als beseelte Punkte oder metaphysische Punkte oder substanzielle Atome. Einerseits finde ich das wirklich wieder nett, dass dieses Sinnprinzip, diese Vernunftmäßigkeit des Universums, dieser Plan sich hier auch widerspiegelt in diesen Monaden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn ich bin ja ein Anhänger dieses Sinnprinzips, dieses Telos, dieser Vorstellung, dass alles irgendwie mit einem übergeordneten Plan entwickelt wurde. Andererseits klingt das, und das sage ich ganz ehrlich, auch alles sehr eigentümlich und ein bisschen cool. Aber ich kann dem durchaus etwas abgewinnen. Ich meine, wir sprechen heutzutage ja auch von den Atomen als Bausteine des Lebens. Das haben wir auch mir nichts, dir nichts akzeptiert, obwohl wir im Alltag davon ja auch nicht viel mitbekommen. Und im Prinzip sind die Monaden nichts anderes als Atome mit Seele. Und das finde ich erstmal als Grundidee gar nicht so schlecht.